Und herzlich willkommen zu einem weiteren Tutorial. Heute zeige ich euch den Aufbau einer kleinen automatischen Farm. Ja, wirklich im Sinne klein, denn wir haben nur eine Möglichkeit von maximal 7 Blöcken bzw. 8 Blöcken. Wir können es auch erweitern, denn bei dieser Farm haben wir einen kleinen Vorteil, denn ich benutze an dieser Stelle Trichter. Man könnte diesen Verlauf auch mit Wasser machen, den wir dann hier unten anbringen an dieser Stelle und haben nur einen Trichter, aber ich benutze momentan sehr viele Trichter, denn diese Funktion in Vanilla Minecraft ermöglicht uns viele Sachen. Und diese Farm funktioniert einerseits mit einem Pisten, mit einem Knopf oder über einen Tageslichtsensor, den wir gleich aktivieren. Und das machen wir jetzt mal ganz einfach, um den zu aktivieren. Upp, da muss ich einmal hier Nacht einschalten und wenn wir jetzt sehen, oh, es ist Nacht. Oder es wird langsam morgens, das können wir auch machen. Denn je nachdem der Sonnenstand hier ist, verändert sich natürlich das Wetter-Signal. Und können jetzt sozusagen hier sagen, wenn du jetzt an dieser Stelle, weiß nicht, mittags bist, dann aktiviere die Farm einmal für einen Moment und wenn du wieder ab einem gewissen Zeitpunkt das Wetter-Signal nicht mehr erreicht ist, schalte diese bitte ab. Das ist dann die automatische Funktion, um das jetzt schneller zu vereinfachen. Wenn wir sehen, oh, das Melonenfeld ist voll und ich möchte gerne Melonen haben, drücken wir hier nur den Knopf. Jetzt sehen wir, oh, Melonen sind noch daneben welche gegangen, aber wie wir gesehen haben, sind alle Melonen weg. Oh, direkt wieder neues. Denn man sieht, unten fährt der Pisten weg, der obere Pisten drückt die Melonen runter und zerstört die sozusagen in diesem Moment. Und durch die ganzen Trichter landen die alle hier vorne in der Truhe. Natürlich ist das eine Riesenausbeute, die wir immer hier erreichen. Und haben sozusagen da keinen Handschlag für getan, denn es passiert, wie gesagt, alles automatisch. So, jetzt warten wir noch einen Moment, bis das Redstone-Signal da vorne ist. Und ich hole mir meine Zeit noch Melonen. Melonen. Ah, da habt ihr das gehört. Da ist der Mittagsstand erreicht worden. Und jetzt geht das Signal hier drauf. Jetzt können wir natürlich einen Moment warten, bis die Sonne wieder umgelaufen ist. Das warten wir auch. In der Zeit zeige ich euch einen Aufbau für eine Reihe von Melonenfeldern. Ich baue jetzt nicht die ganze Farm auf. Um das jetzt ein bisschen zu erhöhen, setze ich hier ein paar Blöcke hin und setze dann hier einen Pisten dran, einen Erde, einen Block Erde. Dann müssen wir hier noch ein Farmland haben und ein Wasserbecken an dieser Stelle, damit die Erde halt befeuchtet werden kann. Und wir halt fruchtbares Land haben. So. Hier braucht man nichts mehr. Hier können wir sozusagen hier erweitern. Indem wir jetzt. Oh, das ist ja gar nicht richtig, denn das ist richtiger. So. So. Holen uns nochmal eben eine Truhe, obwohl wir das eigentlich so machen könnten. Zack, jetzt holen wir uns mal schnell die Truhe. Plopp. Und setzen die hier unten runter. Nun können wir hier oben das hier zumachen. Wie gesagt, ihr könnt das erweitern. Ihr könnt das auch nur mit einem Block machen. Aber das ist natürlich dann nicht sehr effektiv. So, nun müssen wir den anderen Pisten hier noch anbringen. Der natürlich hier drüber schweben muss. Das heißt, wir müssen hier rüberkommen. Und sehen. Zack. Da tue ich immer gern Glowstone drauf, denn der Grund ist, dann ist diese Melonenfarm noch beleuchteter und die Melonen wachsen etwas schneller. So, das wäre jetzt dieses Grundgerüst sozusagen, dieser kleine Aufbau, um jetzt nun hier das noch was zu verfeinern und hier nachher Wasser reinzukippen. Und damit auch die Melonen nicht ins Wasser reinfallen, machen wir überall Blöcke hin. Blockieren sozusagen alles, wo das hinfallen kann. Eigentlich soll es ja auch nur da unten in den Trichter reinfallen. So, hier oben könnt ihr dann zum Beispiel auch noch Glas hinsetzen, wie ihr gern möchtet. Glas, Dankeschön. An dieser Stelle hier. Und das gleiche können wir dann ja auch hier machen, dass wir Glas erhalten. So. Und können uns dann sogar eine kleine Plattform hin, wo wir dann hin uns hinstellen und sehen, wie die Melonen wachsen. Um jetzt den Aufbau zu starten, müssen wir einerseits erst den ersten Pisten hier bepowern. Na, willst du nicht, wie ich gern möchte? Dann machen wir es anders. Machen wir das so. Also, ja, jetzt weiß ich warum, denn wir müssen das genau auf der Höhe des Pistons anbringen.
Jetzt sehen wir, der Piston ist aktiviert und das ist dieser Normalstand, den wir immer brauchen. Um den oberen Repeater jetzt auch noch zu aktivieren, machen wir einfach hier eine zweite Fackel hier oben drin, die aus ist. Setzen hier oben einen Block drauf. Den Block schieben wir dann bis hier vorne hin und setzen einfach nur noch einen Repeater, einen Block davor und Whetstone. Um das jetzt noch zu vereinfachen, tun wir hier hinten noch ein Repeater dran. Das Signal von hier oben erweitern wir auf 4 und müssen jetzt nur noch an eine bestimmte Stelle, wo wir unseren Piston, ach unseren Knopf hinsetzen möchten. Zum Beispiel direkt neben der Farm oder an irgendeine andere Position. Tue ich hier. Hier brauche ich jetzt keinen Repeater, denn das Signal reicht vollkommen aus. Setzen den Button noch dran und wie wir sehen, funktioniert das Einband frei. Nun brauche ich jetzt nur noch zu machen, das Land, was wir dafür haben, nur noch beackern. Dafür nehme ich ein bisschen Knochenmehl, ein Melonenkern und eine Hake. Brauchen wir noch unten Wassereimer. Darüber hinaus einen Block nochmal, damit wir das halt hier an dieser Position schließen können. Und sehen, wenn es ein bisschen dunkel wird, haben wir natürlich direkt Beleuchtung hier drinnen. Und können dann auch sehen, ob sie dann auch gefarmt worden sind. So, und jetzt, oh, man sollte direkt alles machen. Hier tue ich mal direkt Knochenmehl drauf. Und dann suchen wir uns mal mit dem Melonenblock. Der ist, glaube ich, hier irgendwo. Da ist er. Und wenn wir jetzt sagen, oh, da ist eine Melone drinne, dann wollen wir sie natürlich auch haben. Drücken den Button und erhalten ab. Ist es nicht immer möglich, dass wir die erhalten? Um die Chance noch zu erhöhen, dass wir das dahin bekommen, müssen wir natürlich noch einen Block hinsetzen. So. So. Also es bleiben immer welche noch hier liegen, das ist natürlich möglich. Aber im Großen und Ganzen kommen die ganzen Millionenstücke hier unten an. Und wir haben auch eine weitere Nahrungsquelle sozusagen, die halt unendlich ist, weil Melonen wachsen immer dauerhaft, weil sie ja nur einen Samen brauchen, wo wir halt Melonen immer wieder bekommen. Das könnten wir auch mit Kürbis machen, die wir dann hier haben, wenn wir sie haben wollen, denn in Massen tun wir die Kürbis hier einfach hier hin und drücken den Button und erhalten unten den Kürbis. Wenn ihr halt, wie gesagt, noch mehr haben wollt, das könnte halt in der Reihe ziehen. Einerseits könnt ihr das mit Wasserstrom machen, was maximal dann auf 7 begrenzt ist, oder halt mit Trichtern, welche Funktion dann eure Grenzen sozusagen kein Spielraum gibt. Was natürlich der Spielraum gibt, ist nachher das Redstone-Signal, welches immer nur bis zu 15 Blöcken reicht. Da würde ich immer drauf aufpassen. Dann müsste halt sozusagen noch ein Repeater zwischenpacken, damit ihr halt weitere 15 Abteile aufbauen könnt. Ich würde sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen und würde dann mich freuen, unten einen Kommentar oder eine Bewertung dazulassen. Und bis dahin sage ich Tschüss, euer FlashOtLP und bis zum nächsten Tutorial. Tschüss!